Einmal zustechen, komm. Und ihn töten. Ja, die Seele des alten Eisenkönigs. Das war Quinn. Also was ich gerade vorhin schon mal angemerkt habe, der Eisenkönig trägt Quinns Seele in sich. Lesen wir mal kurz. Die Seele des alten Eisenkönigs. Seele des alten Eisenkönigs, welcher den Flammen, die sein Schloss verschluckten, erlag. Das Eisenkönigsfleisch war verkohlt und seine Seele wurde besessen von dem, was darunter lauerte. Nutzt die besondere Seele des alten Königs, um zahlreiche Seelen zu erwerben oder etwas außerordentlich Wertvolles zu erschaffen. Jo. Hier ist eine Truhe. Öffne dich, Truhe. Mit einem versteinerten Etwas. Oh ja, die können wir dann nachher auch gleich mal abgeben. So, hier wäre das Leuchtfeuer. Das ignorieren wir jetzt aber mal. Nee, können wir nicht ignorieren. Wir entzünden es nur. Urleuchtfeuer entzündet. Ja, ein Urleuchtfeuer wurde erneut entzündet. Und das hier ist ein DLC-Portal. Hier stehen nämlich erst einmal nette Texte. Verboten ist der Weg ins Reich des alten Königs. Ohne Spur von Wasser und Weg wird elender Versuchung widerstanden. Im Turm des alten Eisenkönigs wohnt das Kind der Finsternis. Eindringlinge werden sich Ungemach stellen müssen, wie es sich eines Königs geziemt. Also ja, das sind optionale Elitegebiete. Wir können uns mal kurz reinporten. Einfach, dass ich es euch mal kurz zeigen kann. Weil den Turm, den Sonnenturm, den schiebe ich auf die nächste Aufnahmesession. Einfach aus dem Grund, dass ich mich dann gleich offline einloggen kann. Bei online kennt ihr ja bereits, dass wir da einfach von Glockenhütern invasiert werden. Aber offline passiert dann halt auch wieder etwas, was online nicht passiert. Und das möchte ich euch gerne zeigen. Wie immer. Das hier sind Beschwörungsräume. Also hier kann man, hier steht's, das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Es gibt mehrere Gebiete in den DLCs jeweils. Und in jedem zusätzlichen Gebiet gibt es hier diese Beschwörungsbecken. Also wenn man das Gebiet betritt, sieht man so ein Beschwörung, landet man gleich in so einem Beschwörungsbecken und kann dort Phantome beschwören, die hier ihre Zeichen hinterlassen haben. Das kann ich euch ja mal bei Gelegenheit zeigen, wenn wir hier den Turm des alten Eisenkönigs machen. Wir kommen allerdings noch nicht rein, Riese und dann links, weil geschlossen wir den Schlüssel noch nicht haben. Im normalen Dark Souls 2 war es so, kauft das DLC und der Schlüssel landet automatisch in deinem Inventar. Hier in Skull of the First sind sie die Schlüssel netterweise versteckt. Man muss ja sie erst finden, bevor man hier fortfahren kann. Ja, gut. Das heißt, hier können wir noch nicht viel machen. Wir können später irgendwann, wenn wir den Schlüssel gefunden haben, zurückkehren und das erste Leuchtfeuer dort aktivieren. Oder einfach warten, bis wir den Turm machen können, bis wir stark genug sind. Weil die DLC-Gebiete, die haben es in sich. Die habe ich wirklich bis ganz zum Schluss aufgehoben. So, wir sind zurück in Majula. Das erste, was ich machen werde, was auf jeden Fall wichtig ist. Die Karte von Dragon Lake. Jo. Man sieht es, sehr schön. Also wie ich bereits vorhin sagte in der Aufnahmesession, in einer der vorigen Folgen, jetzt wahrscheinlich schon längst, würde ich mal sagen, hier ist Norden. Ah, yes. There is something I wanted to tell you. I was born in the land of Mira. Noch ein aus Mira. It is also the home of an infamous killer, a knight in name alone. He was locked in the dungeon for multiple murders.
But shortly before his execution, he managed to escape. And the other day, I saw a fellow with a striking likeness. And then... Wait. Well, I think he looked rather similar. No, it's true. I saw just such a man, I swear. I believe his name was Cray something. I believe. They shared some resemblance, I think. Ja, von wem redet er wohl? Ein Mörder in mir war, der mit Cray anfängt. Haben wir nicht einen Crayton aus Mirror getroffen? Ja, das ist wirklich ein Indiz dafür, dass Crayton ein Schurke ist. Even more flames have appeared. I don't know what causes it. Jo. Also wie ich bereits sagte, wenn wir so auf die Karte gucken, müssten wir jetzt nach Norden schauen. Also hier ist irgendwo Majula, hier an dem Zipfel. Weil von da aus konnten wir Heides Flammenturm hier irgendwo sehen. Und auch die Festung der weitergefallenen Riesen hier. Und weiter im Norden ist halt der weite Ozean. Hier drüben haben wir jetzt den alten Eisenkönig besiegt, weil das ist die neue Flamme, die aufgetaucht war. Das war die verlorene Sünderin, das war der Riese. Sollte ich mir auch immer mal merken fürs Let's Story. Und wenn wir so drauf gucken nach Norden, Megawald gemeint, irgendwo im nördlichen Bereich, das wäre hier irgendwo, würden wir einen Drachenaltar finden. Also bis jetzt wären wir in die völlig falsche Richtung gegangen. Aber sei es drum, nur um das mal noch zu erwähnen zu haben, bevor ich es vergesse. Gut, du hast nichts Neues mehr zu erzählen. Also geht es jetzt raus hier. Dumm-di-dumm-di-dumm. Kaufe ich bei ihm nochmal die zweiteuerste Leiter. Leiter aufstellen. That's fine. But if you want my help, you'll need to make me an offer. Ja, stell ich mal die 3500er auf. A very reasonable offer. Just you wait. Mhm. So, er stellt eine zweite Leiter jetzt auf, die er wieder aus dem Nichts zaubert. Ja, die sieht schon länger aus, oder? Hey, this ladder's not for sale. The only thing... Ja, und den Rest kennen wir. Ja, mit der Leiter kommen wir jetzt viel weiter runter. Für später mal. Weil als nächstes müssen wir uns bei Sholkwa etwas kaufen. Bevor wir uns bei Sholkwa etwas kaufen, will ich kurz gucken, ob wir jetzt bei Solden genug Leute Invasoren besiegt haben. Ja, ihr seid dem IT vergeben und habt einen Rang erhalten. Also er wird hier über uns wachen. Blauer Tränensteinring, den haben wir doch schon. Do you see the way beyond the bonfire? Mehr haben wir nicht. Also ja, jetzt haben wir den blauen Strähnensteinring doppelt. Deswegen lohnt es sich eigentlich fast nicht, diesen Covenant zu machen, außer man will ihn halt der Vollständigkeit halber. Und man will ihn recht schnell machen. Wo ist denn der blaue Strähnensteinring, den wir übrig haben? Der kommt mal weg. So, nächstes Ziel ist dazwischen. Und ich wollte eigentlich zu Sholkwa. Ja, ich lasse mich zu leicht ablenken. Aber im Dazwischen sind wir recht schnell. So. Hier hoch.
Dumm, die dumm, die dumm. Fangen wir mit denen an. Ablegen. Ja. Ablegen. Ja. Ablegen. Ja. Ablegen. Ja. Und aufsammeln. Kleine gelbe Blüte. Abfall. Noch mehr Abfall. Ein Heimatknochen. Hat sich ja ein bisschen gelohnt. So. Legen wir die beiden mal ab. Eine Titanitscherbe. Oh, das ist schon mal nicht schlecht. Und ein Magierstein. Titanitscherben waren die kleinen, oder? Ja. Jetzt könnten wir unsere Glocke wenigstens auf Max verbessern. Also auf plus 3, meinte ich. So, dann legen wir die noch ab. Gucken, was wir für die Schönes kriegen. Eine Titanitscholle. Das ist schon mal nicht schlecht. Noch ein Kanalisierer, Dreizack. Den brauchen wir nicht. Und ein glitzerndes Titanit. Okay. Nächste Station. Bei... Brauchen wir da überhaupt zum MacDuff? Jetzt müssten wir eigentlich nicht mehr zum MacDuff müssen gerade. Sondern können mit ihr hier reden. You've been long ago. Well, you know how they call this, but well, since Nein, hier hat sie uns noch nichts Neues zu sagen. Aber jetzt können wir bei ihr Titanit kaufen. 8, ja. Visit me again. Dann verstärken wir. Nein. Jedes Rüstungsteil einmal. So, da ist es schon mal alles auf plus 5. Und jetzt geht's zu Schalqua. Noch schnell. Nämlich den Eid auflösen. Wir brauchen ihn nicht mehr. Hallo. Also erstmal Eid widerrufen. Danke dafür. Können wir mal kurz in unsere Eide gucken. Erben der Sonne sind wir 0. Und jetzt kaufen wir noch den Silberkatzenring. Der ist jetzt sehr wichtig, nämlich. Jo. Ich bin satisfied. So, warten wir, bis sie aufsteht. I only hope it brings you what you wish. Ach Mist, sie hat ja was Neues zu sagen, weil wir auch, weil wir den alten Eisenkönig getötet haben. So, einmal das verbessern und gut ist. Und bevor ich es jetzt vergesse. Lenigrast. Gib mir mal so 200 von denen hier. Ich kann ja leider keine Zahl eingeben. Also muss ich hier einfach gedrückt halten. Ja. Und verstärken würde ich auch gerne noch die Glocke. Jo. I'll be around. So. Das heißt, jetzt gibt es erstmal wieder einen Cut. Und dann gehen wir in der nächsten Folge mal durch den Glockenhüterturm durch, holen uns unseren Sonnenhüter-Eid wieder und versuchen dann ein paar Mal PvP-Koop zu machen gegen den alten Eisenkönig.
Mal gucken, was dabei rauskommt. Also, bis dann.